gesagt, ja, er findet es wichtig, dass es weitergetragen wird. Aber auch sonst im Vorstand haben wir ganz konkret wirklich in so einem Fall, dass man die Kompetenz mitnimmt, die da ist. Also dass man einerseits von den langjährigen Mitarbeitern, mit denen er Gespräche führt, von denen er das Know-how abholt, sie zum Teil, wenn sie bereit waren, in der beratenden Tätigkeit sie in sich zu involvieren. Oder beziehungsweise was natürlich ein Glücksfall war, dass ich selber halt auch quasi mit den Spielen gewachsen bin. Also als Assistentin angefangen, haben mittlerweile mehrere inszeniert. Also ich kenne auch die ganzen Rahmenbedingungen von diesen Spielen sehr, sehr gut. Das heißt, ich wusste, und natürlich mit meiner zusätzlichen Qualifikation über das, dass ich mich professionalisiert habe als Regisseur. Aber das sind auch kurze Fragen und kurze Antworten. Zwei Fragen, zwei kurze Fragen. Dass man das am Begriff machen kann von Größe, was ist denn das Budget? Und die zweite Frage ist, haben Sie da eine Nutzfallhaftung für die Gemeinde? Wie schräg wird das? Ja, das Budget war 150.000. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir gute Förderung gekriegt haben vom Land und von der Gemeinde. Das liegt aber an dem, dass es professionell geführt war. Also die haben darauf Vertrauen gehabt. Und man braucht natürlich die Einnahmen, die sind natürlich bei 400 Personen pro Vorstellung den OD entsprechend, um diesen Kosten zu tragen. Und es gab in der Tat von der Gemeinde eine Ausfallshaftung. Die Gemeinde hat gesehen, sie gehen einen Teil fix schon für die Kosten und einen Teil, wenn dann die Vorstellungen ausfallen würden. Das war aber glücklicherweise jetzt 2016, muss man den nachschauen. Der Babyboom ausgebrochen, speziell im Musikverein Concordia. Das ist zwar sehr erfreulich, aber für den Verein ist das natürlich auch damit verbunden, dass da auf einmal einige Mitgliederinnen vielleicht ja, zeitweise zumindest nicht verfügbar sind. Das ist dann doch eine Herausforderung, wie der Musikverein Concordia das gelöst hat, was das mit einer Rasselbande zum Tun hat und wie durch gute Mitgliederbindung sowas wie eine große Familie entsteht. Das erzählt uns jetzt der Oliver Huber. Bitte. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben jetzt Unterstützung mit Bild gewählt, also es ist quasi eine Bildgeschichte. Ich möchte ganz kurz auf die Situation hingehen. Also ich bin Obmann vom Musikverein Concordia und das knapp 5 Jahre. Als ich der Verein übernehmen durfte, war die Situation eigentlich eine sehr gute vom Verein. Also ein tolles Team kam im Ausschuss. Es war gerade ein Wechsel in der musikalischen Leitung, aber grundsätzlich war eigentlich alles soweit positiv. Dazu kommt, dass man sehr engagierte Nachwuchsarbeit kam, sprich in der Jugend. Auf das, was Emil anspricht. Wir haben eine sehr, grundsätzlich eine sehr gute Altersdurchmischung, also auf das sind wir stolz. Also der Jüngste ist bei uns 30 Jahre alt und der älteste Musikant 72. Und das ist natürlich schon eine Besonderheit bei unserer Blasmusik, dass man da wirklich alle Altersstufen vertreten hat, im Besonderen, und wo da miteinander musizieren. Ja, Babyboom heißt bei uns in Zahlen, wir haben die letzten 4 oder 5 Jahre. Ja. Also im Schnitt hat ein Musikant über das Jahr Probe plus Auswirkungen in Summe der 100 Termine. Also das ist ohne Funktionärstätigkeit, das ist rein Probe und Konzertauslegung. Also Newsletter Inhalt funktioniert in jedem Fall. Ja. Und was für den Umfang kann man sich da pro Newsletter so im Durchschnitt vorstellen? In A4 Seiten ausgedrückt. Also der wäre jetzt wahrscheinlich auf 2-4 Seiten dauern. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt oder das ist wirklich fast gar nichts drin, dann sind es ja Geburtstag und Termine. Und dann kann es aber, dann ist es, wenn es auf dieser Wiese fest zugeht, dann ist eine Einteilung drin, dann sind Hinweise drin zum Ablauf und dann wird es wirklich hängen. Wer macht denn das alles? Facebook, WhatsApp, wird dann auch definiert, wer macht das alles? Ja, in vielen Vereinen.